Und da sind wir wieder zurück zu NHL 2009, vierter Part. Wir haben eine weitere Mail erhalten und zwar ja, ein paar ganz tolle Transfer-News, die keine Sau interessiert. Interessieren muss es heißen. Plural verwenden, bitte. Dankeschön. Und wir gehen direkt über und spielen das nächste Match. Es geht gegen die kleinen süßen Füchschen aus Duisburg. Zu dieser Mannschaft kann ich einige Dinge erzählen. Schussziel, ich glaube, Schussziel manuell und Schuss, denn ich glaube, ich hatte das eben ausgestellt. Das heißt, da musste ich, glaube ich, alles manuell machen. Dann stelle ich das jetzt mal ein und ich denke, dann wird er etwas besser. Dann wird er überhaupt ein bisschen automatisch anvisieren. Das heißt, meine Schüsse werden nicht ständig daneben gehen. Denn ich bin kein Pro in diesem Spiel. War ich eigentlich nie, aber ich war mal schon eine gewisse Zeit gut. Dann habe ich das Spiel allerdings ein paar Monate lang nicht mehr gespielt und jetzt zum Let's Play wieder rausgegraben. Insofern ist es klar, dass ich ein bisschen eingefroren bin und ein bisschen warm laufen muss, obgleich natürlich, was ist Warmlaufen? Ich werde in diesem Spiel nicht mehr richtig warm werden, das ist klar, denn ich nehme da mal einen Tag, zwei, drei, vier Parts auf von irgendeinem Spiel und danach ruht es auch wieder für 10 Tage mindestens. Und vielleicht auch mal nur 2 Wochen oder so, weil ich ja relativ viele Projekte habe, die dann immer jeweils ein paar Tage am Stück kommen. Obgleich dieses System ein bisschen blöd für mich ist, da viele sich nur selten drei Videos am Stück von einem Let's Play ansehen. Aber ich praktiziere das so, weil es für mich am einfachsten ist. Obgleich natürlich anders die Rückmeldung oder auch das Interesse an meinen Videos vielleicht noch ein bisschen größer wäre, da könnte ich noch ein bisschen was rausholen. Aber das wird keine Rolle spielen, denn es geht jetzt hier nicht um YouTube oder meine YouTube-Aufrufe oder so, die mir relativ, sind mir nicht egal, aber ich gucke ja jetzt nicht jeden Tag drauf, wie viele Aufrufe habe ich jetzt auf welches Video bekommen, wie verändert sich das irgendwie prozentual oder so, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich gucke eher, ich freue mich vor allen Dingen über Kommentare. Also es ist schön, wenn jemand meine Videos liked, wie es so schön heißt, wenn jemand irgendwie zeigt, dass ihm das hier gefällt. Mit gefällt mir, also Daumen hoch, das freut mich natürlich. Wenn man dahingehend positive Rückmeldungen bekommt, aber am schönsten sind natürlich immer Kommentare zu lesen, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie inhaltlich darauf eingehen, auf das, was passiert ist. Und wirklich viele Leute, die nun richtig viele Kommentare schreiben, gibt es eigentlich so nicht, möchte ich meinen. Was vor allen Dingen daran liegt, denke ich, dass es sehr viele sehr große Let's Player gibt und sehr viele sehr kleine, zu denen ich eben halt auch gehöre. Und das, ach Moment, ich spiele in Überzahl, das ist gut irgendwie zu realisieren und ich mache total Grütze, oh mein Gott. Das war schön weggecheckt, aber irgendwie, naja, nicht ganz zielführend. Es gibt da eine recht große Kluft, möchte ich meinen, aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt Thema des Paters. Ich möchte ein bisschen sprechen über die Füchse aus Duisburg. Das war eine Mannschaft, die über Jahre hinweg eigentlich auf dem letzten Tabellenplatz stand. Irgendwie, wenn alle Mannschaften so im Schnitt 60 Punkte oder so hatten, oder 70, dann hatten die vielleicht am Ende von der Saison 25 oder 30 und waren immer da und hatten dann ihre paar hundert Fans, die irgendwie diesen Verein am Leben gehalten haben. Ich möchte den Verein jetzt nicht runterziehen oder so, aber so war schlichtweg. Bei Auswärtsspielen ist dann vielleicht mal einer mitgefahren oder so. Weil einfach dieser Verein sehr, sehr klein war. Und wenn Eishockey eben in irgendeiner Stadt nicht so wirklich gefordert ist, gefragt ist, dann, ja, dann kann so ein Verein, da kann er auch kein wirklich großer Verein eben sein. Das macht keinen Sinn. Das gefällt mir jetzt gerade alles nicht so hier. Geh da mal weg. Jetzt kriege ich die Zeitstrafe wahrscheinlich für Checken, genau, Cross-Checking. Geht wahrscheinlich sogar in Ordnung. Obgleich diese Entscheidungen manchmal sehr dubios sind. Aber kurzum, Duisburg war da lange Jahre drin, so ein bisschen wie, obwohl ich glaube, Kassel, Kassler, Huskies oder wie auch immer, keine Ahnung, Unterzahltor. Sehr seltenes Phänomen. Ist cool, dass das so geklappt hat. Ich freue mich. War auch ein netter Pass, möchte ich meinen. Sträflich da im Zentrum vernachlässigt den voranstürmenden Verteidiger oder wie auch immer. Ja, es gibt ja relativ viele Mannschaften, denen es mal irgendwie so ging, die dann irgendwie in der Bundesliga gespielt haben und man fragte sich so ein bisschen, ja, warum eigentlich? Wie sind die da reingekommen?
Die einzige Voraussetzung, um eigentlich Bundesliga spielen zu können, neben so ein paar Sachen, die eben man erbringen muss, ist eigentlich, dass man nur eine Halle braucht, die irgendwie geeignet ist, beziehungsweise die diesen ganzen Auflagen für die DEL eben besteht. Und das ist eigentlich das Schwerste und das ist im Endeffekt auch der Grund, wieso im Moment niemand, also kein Verein, kann im Moment aus der deutschen Eishockeyliga absteigen. Das geht nicht, weil es eben kein Verein in der zweiten Liga gibt, der irgendwie aufsteigen kann. Weil die alle keine Hallen haben, die in Ordnung sind. Ich glaube, jetzt gibt es einen Zweitligaverein, ich weiß nicht welcher, der dafür zugelassen werden könnte, aber der müsste dann eben halt auch irgendwie den vordersten Tabellenplatz belegen oder den, zumindest den zweiten oder so. Das weiß ich jetzt nicht ganz. Zweite Liga interessiert mich da jetzt nicht. Es gibt schon ein paar Mannschaften, die da in der ersten Liga spielen könnten her. Zum Beispiel, ich glaube, Bremerhaven oder auch. Ah, wie heißen sie? Schwengingen? Schwemmingen? Ich weiß es nicht ganz. Ich glaube, die haben einen Pinguin, ähnlich wie die Krefelder, als Logo. Irgendwas mit SCH und ich glaube, ein W ist drin, aber ich kann mir den Namen dieses Vereins, ich konnte mir eigentlich noch nie merken. Ich glaube, die könnten auch aufsteigen von der Stärke des Kaders her. Aber sie haben halt die Hallen eben nicht. Und naja, kurzum, die kleinen bunten Füchse. Machen wir mal Standard-Bulli-Strategie. Kleinen Füchschen waren eben über ein paar Jahre in der DEL und der Verein hielt sich auch so ein bisschen, aber irgendwann hat das Ganze keinen Sinn mehr gemacht und man musste zwangsabsteigen, da eben auch die Leute irgendwann keine Lust mehr haben, jede Woche oder beziehungsweise jede 2 bis 3 Tage, muss man ja schon sagen, zu irgendeinem Spiel zu fahren, bei dem sie wahrscheinlich eh wieder 5-1 oder sowas auf den Sack bekommen. Um es ganz direkt zu sagen, 2 Linienpaar, schön, ich habe es immer noch nicht ausgestellt. Und deswegen musste dieser Verein eben zwangsabsteigen in, ich glaube, die dritte Liga oder so. Und das ist also tatsächlich ein Schicksal, das nicht einzig da ist, denn es gibt viele Vereine aus der ersten Liga, die immer wieder zwangsabsteigen mussten. Ein noch relativ aktuelles Beispiel wären die Frankfurter Löwen, Frankfurt Lions. Auch diese mussten zwangsabsteigen in die dritte Liga und das ist natürlich ein massiver Einbruch, der da finanziell entsteht und dadurch muss man viele wertvolle Spieler abgeben, beziehungsweise die haben einfach keinen Bock, wenn es Profis sind, dann haben die garantiert keine Lust, irgendwie in der dritten, in der deutschen Liga zu spielen. Wenn mal ehrlich, das würde man, wenn man irgendwie das Interesse hat, als mit Sport Geld zu verdienen, dann würde man eben auch nicht unbedingt in der dritten Liga spielen. Also wenn ich das jetzt wäre. Ich denke, das muss doch jeder irgendwie offen und ehrlich mal auch zugestehen, dass ein Spieler gerne Geld verdienen möchte mit dem Sport, den er praktiziert. Zumindest als Profi eben. Ich meine, ich spiele auch. Ich mache auch Sport. Interessiert keine Sau. Kriege ich auch kein Geld für. Mache ich auch Spaß. Klar. Ich bin ja kein Profi. So. Das also als kleinen Exkurs in das Thema Zwangsabstieg und ja, Geschichte. Jüngste Geschichte unseres heutigen Gegners hier in diesem Spiel, der Duisburger Füchse. So, es steht immer noch 1 zu 0. Ich finde, es wird an der Zeit, das langsam zu ändern. So natürlich nicht. Obgleich das eine Strategie ist, eine Strategie, die ich sehr oft fahre. Hier gibt es einen Gerangel. Du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, du, nein, du. Ja, da geht es schon richtig hart zur Sache hier. Da werden ordentlich Argumente ausgetauscht. Also die Diskussion könnte kaum hitziger sein. Oh, den sollte ich da irgendwie rausbekommen. Aber das klappt auch. Und da hinten steht einer. Der böse Boss. Oder so ähnlich. Und da stand jetzt aber niemand. Das ist schlecht. Aber das war auch schlecht. Und damit haben wir die Scheibe wieder. Autsch. Und damit haben wir sie wieder verloren. Ja, ich hatte jetzt gerade fest mit Abseits gerechnet, weil ich das irgendwie gerade komisch fand. Aber wir haben die Scheibe. Wir haben die Scheibe und laufen damit hier munter durch die Gegend, ohne dass es uns irgendwie wirklich weiterbringt. Und jetzt verlieren wir so wieder. Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Also allmählich werde ich ein bisschen nervös, denn das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt der stärkste Gegner. Im allgemeinen Eishockey und halt hier im Spiel auch nicht wirklich, obgleich sie insgesamt eine Gesamtstärke von 81 im Schnitt haben und wir nur 77, was irgendwie ein bisschen
unverhältnismäßig ist, aber wenn man sich ansieht, auch zum Beispiel bei FIFA, ich ziehe mal gerne einen Vergleich zwischen NHL und FIFA, weil es ja dasselbe Spielprinzip eigentlich ist. Gut, die Regeln und der Sport ist halt anders, ne? Aber ansonsten ist es immer derselbe Kram. Ja, auch bei FIFA gibt es eben doch manche Spieler, die irgendwie relativ unsinnvoll hochgepusht wurden, obwohl sie eigentlich total grottig gespielt haben in den letzten Spielzeiten. Oder dann gibt es eben irgendwelche Spieler, die eigentlich richtig tolle Leistung gezeigt haben, aber dann trotzdem irgendwie eine Gesamtstärke von 70 haben. Natürlich ist das auch immer so ein bisschen subjektiv. Zum Beispiel würde ich natürlich eher Spieler meines Lieblingsvereins, also von Hannover 96, dann als gut empfinden als andere. Das ist natürlich auch klar. Aber ich denke trotzdem, dass so ein paar Sachen wirklich ungerechtfertigt oder auch ein bisschen sinnlos sind, dass dann irgendwie irgendein Spieler, der eigentlich nur auf der Bank saß, dann immer noch 20 Millionen wert ist. Das war zum Beispiel Lukas Podolski in der Zeit, als er bei den Bayern eigentlich überhaupt nicht mehr zum Zug kam. Hat er dann bei FIFA in einem Spiel, das danach rauskam, immer noch 20 Millionen, glaube ich, gekostet. Und man sich dann auch fragt, ja, 20 Millionen für einen Bankdrücker, ist das irgendwie verhältnismäßig? Und das ist ja eine Überzahlsituation, das ist gut. Aber ich denke mal, die Entwickler, gerade von NHL, hatten auch irgendwie Besseres zu tun, als sich um jeden einzelnen Spieler in der deutschen Liga zu kümmern. Denn dieses Spiel wurde natürlich in den Vereinigten Staaten entwickelt, produziert, was auch immer. Also es ist natürlich ganz klar auf die NHL gerichtet und dann kommt natürlich erstmal die russische Liga, noch ein paar andere Ligen und dann kommt irgendwann die deutsche. Und in diesem Spiel, das ich glaube sogar erstmalig überhaupt die deutsche Liga beinhaltet hat, beziehungsweise eine der ersten Spiele ist, die NHL überhaupt noch, in der die deutsche Eishockeyliga überhaupt beinhaltet war, in der man dort überhaupt mit den Mannschaften spielen konnte. Zumindest im Karrieremodus. Das gab es also zuvor noch nicht. Zum Beispiel in 2004, das ist das andere NHL-Spiel, das ich noch besitze. Da hat man einfach anderes zu tun, als sich hier den Spieler anzusehen. Das ist relativ unwichtig. Und deswegen haben auch einige Spieler beispielsweise überhaupt kein Foto. Die meisten Spieler haben ja irgendwie ein Bild und bei manchen ist dann so also ein komischer schwarzer Kopf mit einem Fragezeichen abgebildet. Nebenbei haben wir jetzt zwei Tore erzielt in diesem Drittel. Das ist sehr gut. Damit ist der Sieg eigentlich schon gesichert. Obgleich es natürlich nicht so gut für euch als Zuschauer ist, der sich vielleicht doch noch ein bisschen Spannung wünscht. Und dass ich jetzt auch schon im letzten Part kein Gegentor erhalten habe, ist natürlich auch ein bisschen langweilig für euch, aber wenn halt der Gegner vorne nichts wirklich anbietet, was soll ich machen? Eigentore schießen kann man in diesem Spiel nicht. So, hier sahen wir noch einmal das 2 zu 0. Und ja, das ist jetzt der vierte Part von diesem Spiel. Der vierte Part von diesem Projekt, dass ich den nicht den, ja, ich habe es heute mit Artikeln, das ist spät, ich habe es bereits angedeutet im letzten Video. Es ist nein, es ist der vierte, ich rede total Müll. Also, es ist der vierte Part dieses Projekts, jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen, aber Jung hat ihn. Und diese stehen ja relativ offen, versuchen wir es einfach mal. Und bislang war ich jetzt nur im sogenannten Dynastie-Modus, beziehungsweise ich weiß gar nicht, heißt der Karrieremodus oder Grütze. Dynastie- oder Karrieremodus, ich weiß es nicht. Ach, das zweite, dritte ist vorüber. Kann ich den Satz immer noch nicht beenden? Da, 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 da. Und hast nicht gesehen. Also, es ist der vierte Part dieses Projektes, den ich jetzt aufnehme. Und bislang waren alle vier Spiele im Mannschaftsmodus, in der ich die ganze Mannschaft gespielt habe, im sogenannten Dynastie-Modus. Und jetzt würde mich mal interessieren, das könntet ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, soll ich damit erstmal weitermachen, irgendwie noch ein paar Spiele und da noch ein bisschen reinkommen und hier ein bisschen was machen? Oder soll ich dann tatsächlich demnächst oder auch sogar schon im nächsten Part mal mich um den Bier-Pro-Modus kümmern? Wie seht ihr das? Was interessiert euch vielleicht mehr? Also wovon soll ich eher mehr bringen? Was soll ich eben mehr gewichten und was ist nicht so interessant und wie sollen da die Abstände sein? Soll ich das immer machen? Ein Video davon und dann ein bzw. zwei Videos von einem anderen Modus oder soll ich dann wirklich fünf Parts am Stück davon machen und dann meinetwegen immer drei davon und dann wieder fünf vom anderen? Schreibt mir da bitte eure Meinung zu. Ich richte mich da nach euch. Ich finde, dass beide Modi irgendwie etwas Spannendes an sich haben.
Und naja gut, ich für meinen Teil, na, ich kann nicht sagen, das mag ich jetzt wirklich wesentlich lieber, aber in der Zeit, in der ich das Spiel wirklich aktiv jeden Tag, ja fast jeden Tag eigentlich gespielt habe, das war sogar vor meiner Clanszeit noch, also in Mario Kart, da habe ich... Das Tor sah jetzt wirklich cool aus. Na gut, der Jubel sieht ein bisschen bescheuert aus, aber ist er da irgendwie von der Seite zwischen seiner... Ja, tatsächlich irgendwie an seinem Körper vorbei. Sehr unterhaltsames Tor. Also in der Zeit, in der ich dieses Spiel... das war jetzt nicht gut. Ich hoffe, ich habe jetzt auf Pause gedrückt. Ja, habe ich. Okay. Ich bin gerade mit meinem Fuß, was sehr lustig sich anhört oder auch irgendwie lustig ist, bin ich gerade auf die 1 an meiner Fernbedienung gekommen. Das heißt, ich habe gerade auf einen Fernsehsender umgeschaltet. Ich habe umgeschaltet. Genau, ich habe umgeschaltet auf einen Fernsehsender und konnte dementsprechend hier das Spiel nicht mehr sehen. So, also um den Satz jetzt aber endlich beenden zu können. In der Zeit, in der ich dieses Spiel aktiv gespielt habe, habe ich tatsächlich den Bier-Pro-Modus bevorzugt. Beziehungsweise zunächst habe ich ein bisschen den Dynastie-Modus gemacht und nach einer Zeit bin ich dann eigentlich fast vollständig auf Bier-Pro umgestiegen, weil mich das einfach ein bisschen mehr fasziniert hat, dass man also nicht einfach nur Tore schießen muss, sondern dass man ein Spieler ist in einem Mannschaftsgefüge und dann auch eben gewisse Aufgabenfelder hat als Spielertyp, die man eben erfüllen muss. Bisher habe ich nur den Job eines Stürmers gemacht und ich glaube, das ist auch die Rolle, in der ich mich wesentlich wohler fühlen würde. Denn ich kann zwar gut checken, aber das ist eigentlich alles, was ich in der Verteidigung kann. Irgendwie Pässe blocken oder so, das mache ich eigentlich nicht im Normalfall. Ich check den Gegner weg, sobald er bei mir in der Nähe ist und dann ist gut gewesen. Und dann spiele ich halt die Scheibe wieder vorne in Sturm. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich so gut wäre im Bier-Pro-Modus als Verteidiger. So, so viel dazu. Ich glaube, ich würde dann... Ja, entweder würde ich Center oder Flügelstürmer machen, denke ich. Und derweil steht es 4 zu 0, was sehr schön ist. Und jetzt können wir nochmal gucken, ob wir nochmal einen Konter laufen können. Ja, man müsste irgendwie noch zur Scheibe laufen, dann könnte der Pass auch ankommen. Und ob wir vielleicht noch das fünfte Tor machen, ich glaube es aber ganz ehrlich nicht. Jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen die Spannung rausgenommen. Obgleich sich man jetzt die Frage stellen muss, inwiefern hier Spannung besteht in einem Spiel, in dem es 8 Minuten Verschluss 2 zu 0 steht. 4 zu 0 steht. 2 zu 0 ist nur die Hälfte des Standes, von dem, wie er jetzt gerade ist, von seinem jetzigen Ist-Zustand oder so ähnlich. So, ich verfalle schon wieder in eine Lethargie, in einen Wortschwall, wie ich es oft tue in meinen Let's Plays. Ich finde, das ist aber auch so ein bisschen mein eigener Stil. Und wer dem irgendwie nicht folgen kann, der hat, glaube ich, aber auch tatsächlich diesen Kanal nicht abonniert, beziehungsweise verfolgt mich nicht, beziehungsweise hat den Kanal dann relativ schnell wieder deabonniert. Es ist was mich aber manchmal auch selbst ein kleines bisschen nervt, dass ich in einen Wortschwall gerate und nicht mehr den einfachsten Satz zu Ende sprechen kann, sondern nur irgendeinen Nonsens labere und am Ende gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt angefangen habe und was ich damit jetzt sagen wollte. So, derweil haben wir hier das 5 zu 0 erzielt. Langsam ist es ein bisschen einseitig und ich denke, ich werde dann beim nächsten Part, den ich aber heute nicht mehr aufnehmen werde, mal den Schwierigkeitsmodus ein bisschen abändern. Das heißt, ich mache es auch mal ein bisschen vom Gegner abhängig. Denn wenn wir jetzt gegen die Eisbären Berlin zum Beispiel oder gegen die Adler Mannheim spielen, wo ich glaube, dass wir die Adler schon hatten, dann würde ich doch bei diesem Schwierigkeitsmodus bleiben, da es doch schon meilenweiter Unterschied ist, ob man jetzt gegen die kleinen Füchschen hier spielt, gegen die kleinen scheuen Füchschen, die sich gar nicht trauen, irgendwie mal zuzupacken, oder gegen die gefährlichen großen Eisbären, die alles zerfleischen, was ihnen in den Weg kommt. So, Haken ist auch so eine schön sinnlose Zeitstrafe, die dieses Spiel einem immer wieder aufpumpt für die dämlichsten Dinger. Hier sieht man es, er ist irgendwie mit dem Schläger gegen uns gegengekommen. Das reicht hier schon aus für eine Zeitstrafe. Das ist was, was man, denke ich, dringend hätte überarbeiten müssen, schon seit einigen Jahren zuvor. Also ich habe ja den Vergleich mit FIFA 2004.
ein Spiel, das auch gewisse Vorzüge hat, aber auch wesentliche Nachteile im Vergleich zu 2009, sodass ich insgesamt schon sagen kann, das Spiel hat sich um Längen verbessert. Obgleich ich einige Sachen früher besser fand. Ja, ja genau, 2004, da war es auch schon, genau, da war es auch schon so, dass man also für die lächerlichsten Dinge Zeitstrafen bekommen hat, beziehungsweise der Gegner. Die Strafe für Behinderung geht aber in dem Fall auch in Ordnung, das können wir uns jetzt hier nochmal ansehen. Ja, das ist schon eine klare Behinderung. Das geht in Ordnung. Für den guten Erik Schneider. Ein sehr toller Spieler, ich habe ihn geliebt. Also er war so ziemlich mein, ja, Idol kann ich nicht sagen, weil ich nie Eishockey gespielt habe. Jetzt wird es echt zu einfach. Weil ich nicht Schlittschuh gelaufen bin oder auch auf Inliner mich sehr unwohl fühle, beziehungsweise das seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Aber es war wirklich ein Spielertyp, der mich echt fasziniert hat, da jedes Mal, wenn ich da war, der eigentlich getroffen hat und zum Teil echt im laufenden Band mit 3-4 Toren im Spiel, was ich schon sehr beeindruckend finde. So, es gab jetzt ein ganz kleines technisches Problem, könnte man sagen, da eher mein Aufnahmeprogramm gestoppt hat, da ich keinen Speicherplatz mehr habe, ein Problem, das ich sehr oft habe. Dementsprechend habe ich hier für eine kurze Weile nicht mehr gespielt, habe nicht zugeguckt und jetzt ist also das 6:1 gefallen, das ist aber nicht weiter schlimm. Ich kommentiere jetzt den Rest dieses unfassbar spannenden Spiels nach, beziehungsweise ich labere jetzt einfach noch ein bisschen, denn so wirklich viel muss ich nicht mehr zum Spiel sagen, ich glaube, es ist nichts mehr passiert. Ich dachte mir jetzt, jetzt ist jetzt einfach so hoch, am Ende eben ohne Kommentar, aber ich dachte mir, ja, dann sage ich halt noch ein paar Sätze hinterher. Also dieses Problem habe ich tatsächlich sehr, sehr oft und jetzt gibt es noch einmal eine Zeitstrafe. Moment, für welches Team? Ich glaube, wir spielen in Unterzahl, genau, wir haben jetzt Zeitstrafe bekommen, glaube ich, 1, 2, 3, ja genau. Die gilt es jetzt also noch kurz zu überstehen. Und dann gewinnen wir dieses Spiel aber auch, glaube ich, 6:1. Da passiert nicht mehr viel. Es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber ich kann es da nicht ändern. Ich hoffe, euch hat der Part bis hierhin soweit gefallen. Wenn ihr irgendwelche, genau, das Spiel ist jetzt auch zu Ende, wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was ich hier besser machen kann an diesem Let's Play, was ich eher zeigen sollte, worüber ich vielleicht eher sprechen sollte oder so, dann teilt mir das bitte mit. Das interessiert mich doch sehr, wie eure Meinung zu ist. Wir sehen uns kurz die drei Stars der Begegnung an. Das sind, glaube ich, allesamt Spieler aus meinem Team. Genau, Linker, Katan und Dolak. Allesamt an den Toren beteiligt und alle drei Stürmer. So, das soll es dann an der Stelle gewesen sein. Hier von diesem Part. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schlimm, dass ich am Ende nicht mehr live kommentieren konnte. Aber ich denke mal, allzu besorgniserregend oder schlimm war das für die Qualität dieses Partes jetzt auch nicht. So, ich war der Phil, das war NHL 2009 für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht und hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.